Hi, da sind wir wieder in unserer Lieblingsbruchbude. Und, okay, sorry, ihr habt mich verpasst, ich bin jetzt nicht weitergegangen. Ich habe jetzt bloß mal ein kurzes Päuschen gemacht, nochmal was gegessen. Einfach Oh, mal. here comes. Hey, is it true you shot your pretty face off and ate the grain? What kind of girl would want you now? Vielleicht lag es auch Your einfacher daran, dass ich eyes? Hunger hatte. Ich weiß es nicht, wir gucken mal. Hey, shh. He's coming. Warum habe ich das Gefühl, dass ich auf jeden Fall wieder in irgendeinem Lazarett landen werde? Again. Oh! Der wird mir aber durch meine Kamera nicht angezeigt in Rot, also. Oh! Ed? Sir, sir. Yes, sir. Okay. Frank Butcher. Sir. 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 Warum kriege ich jetzt hier eine geballert? Seid ihr doof? Sir. 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 Oder ich bin zu schnell gelaufen, das kann auch sein. Okay. Keller? Alan Palmer. Warte kurz, warte kurz. Kann ja sein, dass hier irgendwas Neues aufgetaucht ist. Deswegen will ich hier bloß mal reingehen. Nicht schießen, ich habe keine Waffe. Kann ich hier? Nee. Oliver Marley. Wir gehen jetzt aber nicht hier jeden Soldaten ab, der gestorben ist, oder? Das müssten 6, glaube ich, gewesen sein, oder? Wenn ich mich recht habe. Okay, Nummer 3. Ja. Ja, mach mal auf hier. Silvester, okay. Ach gut, hier kommen wir eigentlich hoch. Silvester, Ashley, Oliver. Alles sehr schön. Alter, Resident Evil 7 geklaut. Die Säcke. Was? Zielstatus des ersten Untersuchungsberichtes, unvollendete Zusammenfassung. Aufgrund von vielen Fehlern bei der Aufklärung sind die feindlichen Streitkräfte auf Position unserer Truppen. Und da kann ich nicht lesen. Alter, schwimm hier doch nicht so an. Such dir doch ein Schwimmbad. Also ist das Wassergeräusch, ich weiß nicht, ob man das in der Aufnahme brauchst, ist aber übel laut. Oh, lecker. Ja, ihr müsst mir das nicht noch weiter unter die Nase reiben. Ich weiß, ich habe einmal einen Fehler gemacht und... Dankeschön. Oh, ist das schön. Ist das schön wieder auf den Ohren. Warum? Was auch immer.
was auch immer. Ah. Cool. Hä, warum? Hä? Okay. Von mir, Alter, geh mal hier durch. Da kann ich nicht lang. Ja, will er sich jetzt immer noch irgendwie selber bestrafen? Hä? Oder musste ich bei ihm irgendwas finden? Oh. Ja gut, ach. Na endlich. Nee, ich sag nicht na endlich. I saw in the last video. Ja. Cool, jetzt kann ich auch endlich mal, warte. Das alles wieder aufräumen, was ich vorhin schon vorhatte. Lup. Sollte reichen. Okay, hier mal. Hä? Ich kann hier aber durch die Tür nicht durch. Warum? Oder muss ich jetzt wieder zu diesem einen besonderen Schrank? Wir haben ja danach noch den Endschrank gesehen, wo wir eh schon längst durch sind. Aber gut, was hat das in dem Haus anscheinend schon zu bedeuten? Ich habe hier keinen Türknopf. Oh Gott, ich dachte, hier liegt gerade eine Leiche vor uns. Was nun schon wieder? Wer will was hier? Nee, Anruferliste. Ich will nicht Anruferliste. Oh. Nee, doch. Er ist hier, dein Schatten. Na gut. Ach, ach komm, Alter. Shit. Ja, genau. Linien. Aber ich muss das Licht doch ausmachen. Sieh nicht nach oben. Alles klar, Chef? Mach ich nicht, mach ich nicht. Calm down. Just calm down. Okay. Was? Naja, ich meine, ich bin ja schon ein Weilchen hier, ne? Also, geht eigentlich. Was? Psst, psst. Oh Gott, ich dachte, ich sterbe gleich. Okay. Ich hab da schon... Oh Gott. Oh Gott, ich hab da schon wieder jemanden gesehen. Ah. Toll, kannst du dich bitte wieder zurück? Hä? Wo lang? Warte. Alan Palmer. Hä, schon wieder?
Keith Forrest. Ja. Sylvester Boyce. Sylvester Boyce, okay. Roscoe Hayward. Mhm. Alles deine Opfer. They're all dead. Because of me. Ist jetzt nichts Neues, also. Was? Ja, Ashley, Roscoe, ja, ja, toll, schön, schön. Und nu? Ah. Die alte Truppe. Ich weiß jetzt nicht, ob ich einfach bloß dumm wieder zurücklaufe, weil dann kommt der Kollege gleich wieder an. Kollege. Hey, Kollege. Wo bist du? So viel dazu. Ja, gut. Wo geht's denn hier? Na, da natürlich nicht. Hier oben auch. Hä? Ich meine, ich habe hier immer noch Spuren, aber ich komme ja da bloß wieder zurück, oder? Irgendwas über... Okay, sorry, mein Fehler. Cool. Is this his room? Du warst schon fünfmal hier, das müsstest du eigentlich langsam wissen. God damn it. Schade. Danke. Du kannst es so lange versuchen, wie du willst, aber psychisch kaputt bist du nicht noch. Super lang. Ich musste kurz, Entschuldigung, da ist das halt ein bisschen. Ich kann das nicht wiederholen. Sorry, aber ich kann nicht. Ich sehe, was du getan hast. Try as you might, you can only do one. Schrank. Ich weiß nicht, ob das im zweiten Blair Witch, also Blair Witch, direkt jetzt der Film von cool, aus dem letzten Jahr, ich glaube, der war aus dem letzten Jahr, ob das da auch so war, dass sich das Haus immer krass verändert hatte, aber ich würde bald sagen, ja. Shit! No! Ellis, no! Ach, du get a hold of yourself! Ah, ich soll ja nicht noch... Oh! Gott sei Dank, ich soll ja nicht nach oben schauen. Alter, jetzt krieg ich doch mal wieder einen, Junge. Hör auf, hier rumzuzappeln. Ach, nee, war jetzt nicht wegen der SMS, sondern wegen unserem Kollegen hier wieder. Halt. Ja, bitte. Frag mich nicht. Hey, hat er jetzt auf einmal Angst vor uns? Ja, Vorsicht. Jetzt zurück.
Oh nee, jetzt muss ich dem hinterher. Willst du mich verscheißern? Sobald der sich umdreht, bin ich am Arsch. War toll, ich komme hier nicht. Willst du mich verarschen? Ich komme hier nicht durch, Mann. Wie? Coward. Shut up. Hä? Ich bin da nicht durchgekommen. Was hat das mit Fighting zu tun? Verarsch mich nicht, Spiel. Ich wollte da ja lang. Ach komm. Gib mir was, um ihn zu erledigen, und ich mach das auch. Oh, Entschuldigung. Ja, weiß ich nicht, schon wieder. Du kannst dich selbst nicht mehr im Spiegel ansehen, nicht wahr? Naja, gut, kommt drauf an, wie lange ich mir die Haare nicht mehr geschnitten habe, aber es geht irgendwie noch. Toll. Bin ich jetzt hier überhaupt richtig? Get in the corner. Don't look at her. Safe there. Hä? Mach mal auf hier. So, ich kann mich dagegen wehren. Ah, okay. Come on. Nee, ich weiß, was dann passiert. Stop! Okay, das war nicht schlecht. Nochmal zum Ende hin. Scheiße, welche. Oh. Nein. Oh, ich hasse so eine verschwurbelten Optiken. Hallo? Ich wollte gerade sagen, ich kann mich wieder vorwärts bewegen. Warte, nein. Er war doch genau da. Steh auf jetzt, Junge, hier, Mann, ich komm. Hey, warum? Warum zum Geil? Oh, Junge. Ach.
Er war direkt in der Ecke, er war direkt in der Ecke. Wo das eigentlich unser Todesurteil sein dürfte. Alter. Oh. Dann nimm doch Aspirin, wenn du Kopfschmerzen hast, Junge. Das wissen wir. Das wissen wir leider schon. Okay. Hey, hier waren wir schon lange nicht mehr. Und nun? Such filth. Oh, that man lived here. Maybe for years. Ah, Gott sei Dank, ja, ist jetzt aber auch nicht so ungewöhnlich, oder? Auf einmal. Ja. I'm not done with you. Die. Ja, wo bist du denn, Junge? Schade. Diese komische rote Optik ist ja echt mal richtig, richtig geil. Hey, warum kann ich hier nicht weiter, einfach weiter... Boah. Ja, gehen wir mal zurück. Vielleicht steht ja irgendwo noch in einer Ecke, die ich übersehen habe. Oder oben, genau. Wir müssen ja theoretisch noch im dritten Stock. Da konnten wir, glaube ich, nämlich auch eigentlich hin. Also... Gab's zumindest im Film noch. Aber hier irgendwie anscheinend nicht. Ich glaube, es gab's in dem Film. Also ich will mich jetzt nicht drauf festnageln lassen. Okay, da komme ich nicht raus. Warte. Muss ich die Treppe erstmal wieder finden. Ah ne, wir können bloß runter hier. Wir sind auf jeden Fall richtig. Glaube ich. Tatsächlich, wenn ich das halbe Haus hier noch zerstören soll, hätte ich doch einfach ein Abrissunternehmen beauftragt. Da würde ich mir doch nicht hier so Ewigkeiten selber die Finger schmutzig machen. Und ich meine, die Leute, die in der Ecke stehen, die hätten ja daraus stehen bleiben können. Wäre doch unser Auftrag auch erfüllt. Wo muss ich denn jetzt schon wieder hin? Achso, das Fenster habe ich noch vergessen. Das Fenster ist noch ganz, das ist noch... haben wir auch weg. Okay, hier kann... Ah!
Was ich mir jetzt schon frage, weil ich sehe ja schon, es ist wieder 25 Minuten, also ich werde die letzte Folge wahrscheinlich eh länger machen. Gibt es hier eigentlich auch andere Enden? Also jetzt bin ich ja der Killer, der Böse, keine Ahnung. Hier haben wir noch ein Fensterchen, das ist sehr schön. Türchen, kann ich hier durch? Hier haben wir noch ein Fensterchen. Also wenn ich jetzt noch die ganze Tapete abmachen muss, dann nee. Gute Frage, nächste Frage. This is it. The basement. Alter, hat ja überhaupt nicht lang gedauert. Here. Normalerweise war das eigentlich, glaube ich, rein, rechts, Peter. Links und dann wieder links. Peter, where are you? Du hast ihn gekillt, Junge. Ja, die haben wir alle gekillt. Fuck. He's not here. What now? Did you really think it would be that easy, Ellis? That the kid would be waiting here for you. So you could save him and go home a hero. No, Ellis. I'm not from Speed, yeah. Where are you, motherfucker? Show yourself! I'm gonna kill you with my bare hands. And after what you've done, I'm gonna enjoy it! So am I. Come on, then. The key is under the table. I'm waiting on the other side. Ich war schon wieder zu voreilig. Ja, gönn dir. Jo. Aber mit was? Also ja, mit seinen Händen. Aber ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Ich meine, wie will der Hempfling das machen? Oh, warte mal, wir hätten noch hier eine Luke oder sowas, ne? Nee, das war keine Luke. Hey, ich habe einen Schlüssel. Und bei der Endtür kann ich nicht raus, warte. Na dann, auf geht's. Juhu. Und wegen der wartet auf der anderen Seite, oder? Er meint vom am Ende vom Gang. Dann hätte er das aber auch so sagen können. Und der Herr kann doch kriechen. Komisch, warum musste der den Hund dann da reinschicken vorhin? Oder na, was heißt vorhin? Vor ein paar Folgen. No, 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 please, 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 please. God, I'm not gonna hurt you. Shush. No, 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 I'm not gonna hurt you. Please, 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 please. Shush. Quiet, quiet, quiet. I'm so sorry.
Sorry. Oh no. Oh my god. Oh my god. You fuck! You sick fuck! This is what you get, you fucking piece of shit! It's over. It's finally over. Shut up! All those people! Children! I will rip your fucking heart out! Here anymore. You won't get out of it that easily! Free! Free! I won't let you! She always wanted you to become. Shut up! Ja, das war Blair Witch. Und man wird die, zumindest die letzte Folge und die Folge, auch wenn die jetzt wahrscheinlich wieder 40 Minuten wird, aber ist mir egal, gemerkt haben. Nee, einfach nee. Ich kann euch auch sagen, wir fangen erstmal mit den guten Sachen an. Also so ist nicht das komplett, das Spiel ist nicht komplett scheiße. Ne? Kann man nicht sagen, denn das, was sie gemacht haben, so an Atmosphäre, auch mit dem Viech im Wald, was du bloß so ein bisschen erahnen kannst, sage ich mal. Auch das mit der Kamera, dass du an bestimmten Stellen da das zurückspulen musst, um Türen zu öffnen und so. Alles cool. Also gerade so atmosphärisch bei einigen Stellen, wo man relativ allein im Wald dann war und eigentlich nur gesucht hat, fand ich nice. Auch jetzt zum Beispiel, dass man durch die Kamera eine Spur verfolgen konnte, die man dann genau gehen musste. Man musste sich die ganze Zeit auf, dass ich halt rechts unten im Bildschirm auf die Kamera konzentrieren. Und du hast dann mal, das war glaube ich aber leider bloß bei einer Stelle, das hätten sie auch ruhig öfters machen können, bloß dann im Augenwinkel oben andere Ecke gesehen, dass da auch immer was aufgetaucht ist. Das sind so eine Sachen, die wiss, also die Macher hier, wissen schon, das war glaube ich vom Bloober-Team, ne? Die wissen schon, wie man da gut Atmosphäre erzeugen kann. Das Problem ist, finde ich bloß, das haben sie nicht, konnte man nicht, haben sie sich komplett durchgezogen gekriegt, also durch das ganze Spiel, weil man hat ja gemerkt, man hat dann Stellen gehabt, wo man doch ein bisschen ewig rumsuchen musste, wo dann nichts weiter passiert ist, wo das dann alles wieder so abgeflacht ist. Das kann man aber alles noch verzeihen, sage ich mal. Und an sich, es ist an sich nicht mal ein beschissenes Horror, also es ist an sich eigentlich ein gutes Horrorspiel. Das Problematische finde ich hier aber bloß dran, sie hätten sich unter Blair Witch machen sollen. Tut mir leid, ich will jetzt auch keinen übelsten Blair Witch-Fan raushängen lassen oder so, aber wer die Filme kennt, also zumindest, es reicht dazu, wenn du den ersten Teil kennst, gerade da, du hast dann diese alten Vibes von früher. Wenn man so in meinem Alter ist, wo ich das erste Mal gesehen habe, da war ich weiß gar nicht, 94 ist der rausgekommen. Naja, habe ich ein bisschen später geguckt. Ich habe den erst so mit 12, 13, glaube ich, gesehen. Der hat aber super gewirkt. Ja. Und war mal damals für mich auch der erste Found-Footage-Film. Und es kam halt wirklich sehr real rüber und lala. Und gerade wenn du dann manche Stellen siehst oder gerade auch das Haus, das hat man, glaube ich, auch gemerkt, dass ich war mich voll am Freuen, auch wenn ich eine übelste Gänsehaut hatte. Das war richtig geil gemacht.
Aber ich finde halt, das Spiel hat halt das Problem, die Hauptstory hat nichts mit Blair Witch zu tun. Das geht um den Charakter, den wir da haben, wie nennt man das? Wenn man aus dem Krieg kommt und dann psychische Probleme bekommt. Ihr wisst wahrscheinlich, was ich meine, dass es halt darum geht und dass es um seine Verarbeitung geht und so, ne? Mit der ganzen Sache. Mehr ist es nicht. Und ja, man hat jetzt diese Suche, damit man da halt auch in den Wald reingeht und lalala, aber für mich, mein Name. Mehr war es halt für mich nicht. Und vielleicht, wer halt den ersten Teil auch nice fand oder auch toll fand, der wird das vielleicht nachvollziehen können, weil du hast doch immer wieder Hinweise drauf. Oder direkt auch die Orte, wo du dann denkst so, boah, weißt du, selber irgendwie mal jetzt rumwandern. Aber im Endeffekt ist halt wirklich bloß dieses Konstrukt um Blair Witch, um die Hexe drumherum gebaut, um's, weiß ich nicht, besser vermarkten zu können oder sowas. Es hat für mich ein bisschen was mit dem Film oder mit der Legende zu tun, aber auch nicht wirklich viel. Und das ist halt echt schade. Also ich sag mal, das Spiel unter einem komplett anderen Namen, jetzt keine Verbindung mit der Hexe, sondern du wirst vielleicht einfach bloß reingeworfen, du weißt gar nicht, was da los ist und so, hätte ich wahrscheinlich besser gefunden als unter Blair Witch eben. Ist für mich jetzt das Hauptproblem, weil ich kenne den ersten Film, ich kenne auch den danach, also der eigentliche zweite Teil war relativ rotze, der hatte bloß zwei gute Szenen vielleicht, das war aber auch nicht auf vollen Footage gemacht, sondern auf normalen Film. Und den, der halt letztes Jahr rauskam, ich glaube zwischendurch kam es sogar nochmal ein, der war aber recht rotzig. Die haben von beiden Filmen, dem vom letzten Jahr und dem allerersten, halt ein bisschen was zusammen auch genommen. Auch halt das mit der dimensionsübergreifenden Geschichte oder mit der zeitübergreifenden Geschichte kam auch so ein bisschen durch. Ich hoffe, man hat das auch gemerkt, aber was mir am meisten verhagelt hat, da muss ich sagen, ja, das ging jetzt, glaube ich, plus 5 Stunden oder so, das Spiel. Das ist ja auch nicht so schlimm, aber dann hätte ich mir lieber ein 4-Stunden-Spiel gewünscht mit einem wesentlich kürzeren Ende, weil ich weiß nicht, also wenn man spielt und die Filme nicht kennt, ist es vielleicht anders, aber für mich war es einfach, okay, ich bin im Haus, ich gehe da alles ab. Ich weiß nicht, ob sie es ganz genau nach dem Film gemacht haben, aber es sah schon einigermaßen danach aus. Und dann willst du einfach bloß in den Keller rein und in der Ecke dieses Kind dastehen haben. Und danach jetzt, auch wenn ich dann gestorben wäre, einfach ohne wirkliche Erklärung, wäre es für mich egal gewesen. Wäre ein besseres Ende, bis auf das, was wir jetzt hatten, weil ich bin jetzt bei 38 Minuten und aus der letzten Folge war schon ein bisschen drin gewesen. Also wir waren gute halbe Stunde, über eine halbe Stunde in dem Haus. Und ich bin jetzt nicht scheiße durchs Haus gekommen, ne? Die ganze Zeit nur in diesem Haus, was sich immer wieder verändert. Lala, das haben sie, glaube ich, aus dem Teil vom letzten Jahr. Da war es nämlich auch so, dass sich das Haus verändert. Das ist aber too much. Also kann ich jetzt bloß für mich sagen, das will ich nicht haben. Wenn dann wirklich ein kurzes Ende, was da bloß 5 Minuten dauert oder 10 Minuten, dass man halt wirklich nochmal alles abguckt und, weißt du, halt dieses Feeling hat. Vielleicht noch mit einer kurzen Erklärung, wie irgendwie was, aber nicht die ganze Zeit durch dieses Haus latschen und probieren unbedingt die psychischen schlimmen Sachen, die der Protagonist erlebt hat, da reinquetschen zu wollen, damit man das irgendwie nachvollziehen kann. Hat bei mir null funktioniert, das hat mich eher gefrustet, weil es dann echt noch länger und das hat sich viel zu einfach langgestreckt angefühlt. Und ich kann jetzt nicht sagen, ich weiß nicht ganz genau, es tut mir leid, dass ich jetzt so lange darüber quatsche, aber das regt mich halt so ein bisschen auf. Weil die hätten es ruhig unter einem ganz anderen Namen rausbringen können. Und ich kann mir auch vorstellen, wer vielleicht Blair Witch nicht so weiter kennt und dann gesagt kriegt, oh, das geht nach einem Film und sich vorher den Film anguckt und denkt so, okay, das ist ganz nice und dann das spielt, wird dem vielleicht auch so gehen, weißt du? Das ist halt wirklich mein Hauptproblem und das hat sich für mich halt so angefühlt von wegen so, ja, mit dem Namen kannst du es besser vermarkten. Sicher kannst du es mit dem Namen besser vermarkten. Aber das macht halt eher die Frustration bei den Leuten, die es kennen, echt irgendwie zunichte. Es bringt dann Frustration, so. Oder Spielspaß geht dann ein bisschen zunichte, gerade gegen Ende hin. Wie gesagt, das, was vorher war, wo man im Wald war, wo man eine schöne Atmosphäre aufbauen konnte, auch mit dem Bunker, da hätte ich mir auch ein bisschen mehr gewünscht, irgendwie, dass man, dass es vielleicht auch ein bisschen geradliniger ist, dass man nicht zu viel überall rum kann. Wäre auch schon gewesen, aber es sind aber auch Kleinigkeiten. Aber so wirklich da im Wald haben sie gut mit Atmosphäre das hingekriegt, auch mit dem Viech. Das hätte auch öfters mal kommen können, auch wenn es mir nichts tut oder so. Oder einfach bloß Geräusche. Das hat vollkommen zugereicht. Und dann lieber eine andere
Hintergrundgeschichte für den Protagonisten, aber nicht dieses, ich muss dem Spieler jetzt reindrücken, der hat, der ist, der, der da ist, stimmt psychisch was nicht, der hat extreme Probleme und du sollst das jetzt nachvollziehen. So hat es für mich nämlich angefühlt, gerade am Ende. Das hätte es gar nicht gebraucht. Also ich bin, mir kommt selten vor, auch wenn die Momente, wo das, wo die Atmosphäre super funktioniert hat, wo ich echt drinne war, bin ich aber leider vom Spiel enttäuscht. Das ist, ich meine, ihr könnt mir gerne sagen, wie es euch geht, wenn ihr das selber gespielt habt oder wenn ihr das jetzt hier geguckt habt oder irgendwo anders, ist ja auch egal. Aber wie gesagt, für mich ist es, ich finde es absolut schade. Weil, wie gesagt, wer einen Film kennt, und ich bin jetzt kein großartiger Fan, ich bin ein Found-Footage-Fan, oder Found-Footage-Film-Fan, auch wenn da 95% durch Scheiße produziert wird. Aber wenn mal was Gutes kommt, dann ist es eigentlich richtig gut, meiner Meinung nach. Ja, man geht mit einer anderen Erwartungshaltung irgendwie rein. Ich habe schon nicht viel erwartet. Die haben mich sehr überrascht, wie gesagt, mit der Atmosphäre und wie es war. Aber zum Ende hin, nein. Mir ging halt wirklich, wie gesagt, dieses um die Hexe von Blair. Um den Typen, der die Kinder verschleppt hat und getötet hat. Viel zu viel unter. Ist nur meine Meinung. Tut mir leid, also, wenn, ja. Ich würde es jetzt persönlich, Leute, die den Film kennen, nicht kennen, dem würde ich sagen, ja, probiert das aus. Die Leute aber, die Filme kennen, würde ich sagen, macht's nicht. Macht's nicht. Man kann nur enttäuscht werden. Und ich bin schon nicht mit so viel Erwartung rangegangen. Das ist auch das, was ich ein bisschen befürchtet hatte, dass dem Spiel, dass das vielleicht meiner Meinung nach ein bisschen das Genick bricht. Wie man das hier umsetzen kann nach so einem Film. Oder generell nach einem Film. Weil, naja, wenn er den Film kennt, dann wisst er, dass es eigentlich schwierig zu machen ist. Sie waren auf einem guten Weg, sage ich mal, aber wie gesagt, durch dieses Reindrücken von der Hauptcharakterstory. Sorry. So, ich bin jetzt aber fertig mit Auskotzen. Vielleicht könnt ihr das nachvollziehen und wenn nicht, dann bleibt sachlich, wenn ihr mir was zu sagen habt, das ist auch okay. Aber wie gesagt, das ist jetzt so meine Gefühlswelt darin. Ich bedanke mich trotzdem fürs Zusehen und wie gesagt, schreibt mir gerne, was ihr von dem Spiel haltet. Ob er vielleicht dann meine Ansicht teilt oder nicht, oder bloß zum Teil, oder, ne. Ich dachte, es war nicht alles scheiße, es wäre ein super Spiel gewesen, aber nicht unter diesem Labage-Charakter. So, ich verabschiede mich jetzt aber wirklich und wir sehen uns dann morgen. Ich weiß noch gar nicht, was dann morgen um die Zeit kommt, aber es wird schon irgendwas sein. Also, bis denn. Ciao, ciao.